Ja, hallo Leute, ich bin's mal wieder und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr Videos auf euren iPod, iPhone oder iPad laden könnt. Und ja, es geht mit jeder Art von Apple-Geräten, die einen Bildschirm haben und Videodateien ablaufen lassen können. Ja, gehen wir als allererstes in Google und geben bei Google ein Chip. So, dann geht ihr auf das allererste. Und gibt hier oben bei Suchen ein, das hier, Free Video to iPod Converter oder iPhone oder iPad halt. Ich mache jetzt mal für iPhone, das ist das gleiche Prinzip, immer bei iPod, iPhone, ist genau das gleiche. So steht hier, iPhone, Free Video to iPhone Converter. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel iPod, ach, jetzt habe ich iPode, ne, iPod, so, dann steht hier für iPod und dann gibt es ja noch für iPad und so. Also ich mache jetzt für iPhone. So, dann geht ihr hier auf die Datei, geht zum Download, Download Server und ja, so, dann geht ihr hier, wenn das jetzt nicht kommt, klickt ihr hier unten drauf. Da ich das aber jetzt ja schon habe, werde ich es natürlich nicht downloaden. Und ja. Hier ist es, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich es ja schon habe. Ich habe es für ein iPod, fürs iPhone brauche ich dann jetzt nicht nochmal. So, dann schließt ihr das Ganze, geht raus und dann habt ihr die Datei hier. So, dann geht ihr hier drauf, auf die Datei. Dann steht das da und dann wartet ihr. So, nein, möchte ich jetzt noch nicht laden. So, und dann klickt ihr hier links auf Dateien hinzufügen. Dann sucht ihr da das aus, wo ihr euer Video habt. Ich habe das jetzt hier auf dem Desktop zum Test. Und Moment, Bandicam, bla bla bla. Ne, Moment mal, das hier. Dann geht ihr da drauf und klickt hier unten auf der Leiste und wählt das allerunterste aus, weil es am meisten Qualität hat. Ihr könnt natürlich auch Apple iPod 5G, bla bla bla, aber ich nutze jetzt für iPod Touch 4G und am besten Qualität. Nehmt ihr das und klickt konvertieren. Dann dauert das ein bisschen, dauert auch nicht lange. So. Dauert halt ein paar Sekunden. So, ist fertig. Ups, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Sekunde noch, so. Dann klickt ihr hier auf Schließen. Das könnt ihr auch so machen. Und dann habt ihr hier die Datei. Diese Datei, die könnt ihr dann umbenennen, zum Beispiel für iPod. So. Dann geht ihr in iTunes rein. Und geht auf Datei. Ah ne, zuerst hatte ich die Datei zwar in eure Filme eingespeichert, so. Ne, doch nicht. Doch, hier. So, das müsst ihr aber löschen, weil es jetzt noch nicht klappt. Jetzt geht ihr auf Datei. Und Datei zur Mediathek hinzufügen. So, und dann geht ihr auf da, wo ihr es gespeichert habt, auf Desktop. Scroll runter bis dahin, wo es ist. Für iPod, hier haben wir es. Und klickt das und macht Doppelklick darauf. So, dann müsste das jetzt hier gleich erscheinen. Oder auch. Ah, doch, hier. So, und dann könnt ihr auf Wiedergabe gehen. Und es kommt. So. Ja, das geht dann, wenn ihr dann euer iPod, iPhone anschließt, geht ihr einfach auf Synchronisieren. Ich zeige es euch jetzt einmal ganz kurz, damit ihr es seht, dass es funktioniert. Das kann weg. So, hier ist mein iPod. Und dann wartet ihr. Naja, egal. Oh, nee, doch nicht egal. So, dann geht ihr hier auf Filme. Und klickt dann hier, wo auch immer es sitzt. Nein. Wo auch immer ihr das dann habt. So, da. Klickt ihr das an und geht dann hier unten auf Anwenden. So, ich mache das jetzt nicht. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.